Wir babbeln heute nicht nur dumm, wir haben auch Leute dabei, die vielleicht mal was Interessantes erzählen können. Oh, das Größte, was mich hier stört, dass es auf Döner in Offenbach-Frankfurt keine Kräutersoße gibt. Also man kann hier wirklich keinen Döner essen, also im Westen, muss ich ehrlich sagen. War auch schon auswärts mit, damals noch in Gladbach, auch in Darmstadt. Also ich habe schon was mitgemacht. Also ich würde es schon cool finden, ich sag dir ehrlich. Das ist schon natürlich ein Argument. Immer geil, wenn man sich selbst spielen kann. Und da würde ich es mal wieder kaufen dann, ja. Natürlich würde ich es auch kaufen dann. Aber ich glaube, jeder, der nach Offenbach kommt oder der wechselt, der muss mit dem Gedanken leben, dass es so kommt. Also Druck ist immer verbunden mit dem Verein. Wenn es mal ein bisschen läuft, da kommen die Leute auch wieder und dann wird es so geil. Ja, servus ihr Lieben, zurück beim Dummgebabbel. Bevor wir mit der Weihnachts-Special-Folge, mit unserer ersten Diagonalball-Folge starten, ja, möchten wir noch einfügen. Die Nachricht hat uns am gleichen Tag ereilt, wie wir die Aufnahme damals gemacht haben. Quasi mehr oder weniger parallel, kurz darauf. Daher an der Stelle möchten wir nochmal an Hermann Nuber erinnern und uns verbeugen, verneigen vor dieser Persönlichkeit, der sicherlich einer der allergrößten Kickers-Männer aller Zeiten ist, bleibt, vielleicht der Kickers-Mann überhaupt, nie bei einem anderen Verein gespielt. Also wenn man den Begriff Legende ja näher definieren, beschreiben möchte, dann sollte man vielleicht Hermann Nuber heranziehen. Daher hat es uns getroffen. Allerdings ist er in einem gewissen Alter gewesen. Und ja, irgendwann ist eben der Punkt erreicht. Wir wünschen den Hinterbliebenen natürlich viel Kraft, unser Beileid und möchten mit ein paar ruhigen Sekunden vor diesem Podcast einfach Hermann nochmal kurz gedenken. Mögest du in Frieden ruhen, lieber Hermann, und auf deine Kickers hinabschauen. Dankeschön. Und jetzt geht's los mit der Folge 30. Viel Spaß. Ja, servus ihr Lieben. Zurück beim Dummgebabbel vom Bash. Wir sind wieder da und zwar nicht so wie sonst. Wir babbeln heute nicht nur dumm. Wir haben auch Leute dabei, die vielleicht mal was Interessantes erzählen können. Das heißt, wir haben heute zwei wunderbare Gäste. Wir bedeutet natürlich, wie immer, ich, Lukas, zusammen mit Tobi. Servus erstmal. Genau, um das vielleicht so ein bisschen weiterzugeben, erstmal können wir erstmal unsere Gäste begrüßen. Ja, es ist einmal der David und einmal der Jason. Servus erstmal, ihr zwei. Servus. Guten Tag. Ihr habt an den Vornamen und an den Stimmen sicherlich jetzt schon gehört, wer hier da ist. Gehe ich mal davon aus. Falls nicht, unser überragender Keeper ist da und unser ungeschulter Innenverteidiger ist da. Kommen wir aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr da seid und vor allem auch noch einen Riesendank an unseren Drecksack, an den Michael, dass er hier die Location zur Verfügung gestellt hat. Das finde ich unglaublich, dass wir hier sein dürfen. Das ist Wahnsinn. Also hier wäre ich auch gern jeden Tag. Auch hier nochmal ein Guter an alle Kickersnasen. Genau, erstmal auch willkommen an unsere Zuschauer und Teilmoderatoren, würde ich mal sagen. Ja. Ihr merkt, es ist professionell wie immer. Aber so sind wir halt. Ne? Das ist ja unser Ziel. Erstmal vielleicht die erste Frage so an euch. Wie geht's euch jetzt nach dem letzten Spiel vorgestern? Wie habt ihr das jetzt verkraftet, die letzten Spiele, was ja schon relativ viel war, schwere Geläufe? Wie geht's euch so? Also auf den Gesamtblick der, sage ich mal, Hinrunde gesehen, ist jetzt erstmal schön, dass Pause ist, weil es doch relativ intensiv war, gerade mit der Anfangszeit. 3 verschiedene Trainer gehabt. Also ist jetzt schön, dass wir mal ein bisschen runterfahren können. Jason, weiß nicht, ob du noch was zu ergänzen hast. Ja, bei mir ist auch so, wie gesagt, es ist schön, dass jetzt erstmal Winterpause ist, um den Kopf frei zu bekommen. Wie gesagt, waren am Ende auch schwere Spiele, wo der Boden tief war. Das hat man gemerkt, deswegen. Aber ich denke,
Wir sind erstmal soweit zufrieden. Es war natürlich auch jetzt in den letzten paar Wochen war es echt so, dass wir immer sehr oft in Rückstand waren. Das war natürlich bestimmt auch sehr kräftezehrend, oder? Ja, das ist sowieso auch für den Kopf, weil du auch weißt, dass du musst, du hast ein bisschen Druck, wenn man ein bisschen auf die Tabelle guckt. Aber ich denke, wir sind immer gut zurückgekommen, jetzt außer in Hoffenheim. Aber wo ich auch sage, das erste Tor kann man vielleicht auch wieder zurücknehmen, aber so ist es halt gegen Offenbach. Ne? So ist es immer gegen uns, ja. Dann auch gegen Steinbach war es so. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Also ich verstehe euch erstmal sehr gut, weil wir auch immerhin als Trainer und auch sonst anderweitig im Kreisfußball, sage ich mal, Jugendfußball, da auch jetzt froh waren, als mal Pause war einfach. Ja, auch weil es halt einfach saukalt ist, weil die Plätze katastrophal sind inzwischen. Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Wobei in Jügesheim, Rottgau fand ich es jetzt so, weil ich es gesehen habe, ganz in Ordnung noch im Verhältnis. Ich weiß nicht, war das besser als in Offenbach oder war das eher so ein Notding? Also ich sag mal so, in Offenbach, die Plätze waren schon grenzwertig. Es war ein bisschen besser gewesen in Rottgau, aber war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin besser als was wir gerade in Offenbach zur Verfügung haben. Ich weiß, dass mir letztes Jahr zum Beispiel auf die Plätze, ich bin ja oft im Training dabei, dass die Stadt Offenbach auch die Plätze mit Sand abgestreut hat. Also das waren eher Sandplätze. Letztes Jahr war es war ganz schlimm. Da war nur Sand. Wie sollen wir da trainieren, frage ich mich, ganz ehrlich. Also die Plätze waren letztes Jahr schon in desolatem Zustand, muss man schon mal sagen. Für die Trainingseinheiten geht gar nicht. Also Verletzungsgefahr sehr hoch. Ja. Und von daher hoffen wir, dass wir irgendwann mal ein paar gescheite Plätze für die Jungs kriegen. Frage dazu, wie ist denn das? Also Kunstrasen geht dir ja dann teilweise auch, aber das ist halt kein Ersatz, wenn ihr Spiele habt oder was? Also weil es zu gefährlich ist, Verletzungen oder wie ist das? Wir waren jetzt dieses Jahr, glaube ich, dreimal nur auf dem Kunstrasen. Aber wie gesagt, da ist auch das Verletzungsrisiko höher. Ist ja auch nicht spielnah, deswegen haben wir gesagt, wir gehen dann auf den Rasenplatz in Rottgau. Ja, also muss auf jeden Fall irgendwas passieren. Ne? Okay, ja, interessant auf jeden Fall schon mal. Zum Einstieg, vielleicht gehen wir jetzt so ein bisschen in... Ja, was heißt das Kreuzfeuer? Ist vielleicht ein bisschen heftig, aber dass wir euch ein bisschen so persönlich fragen. Ich mache jetzt einfach mal den Anfang, du kannst ja dann anschließen. Also David, wir haben so ein bisschen versucht zusammenzusuchen, wo du warst. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt komplett ist, deswegen fragen wir. Ja. Also Tennis Borussia Berlin, ja. Ja, Rot-Weiß Erfurt, ja. Union Fürstenwalde. Genau. Gab es noch was? Davor war noch Füchse Berlin. Okay, also so Jugend einfach. Genau, genau. Kleinfeld. Okay. Und dann bist du relativ früh in so einen Profiverein oder zumindest mal Halbprofiverein wie Tennis Borussia gekommen, weil ja schon der Name ist ja durchaus bekannt. Weiß nicht, was für ein Niveau ihr da gespielt habt? Wir haben in der B-Jugend haben wir Bundesliga gespielt. Mhm. Also ich war ja nur die beiden B-Jugendjahre da. Im jüngeren Jahrgang war das in der Berlin-Liga. Da heißt, da haben wir als U16 gegen U17 Mannschaften gespielt. Und wenn wir, da sind wir, glaube ich, Zweiter geworden. Und wenn wir in die B-Jugend-Regionalliga aufgestiegen und dann im zweiten Jahr in der ersten B-Jugend dann Bundesliga Nordost. Mhm. Okay. Und dann hat Rot-Weiß Erfurt gemerkt, da ist einer, den könnte man... Ja, das war aber auch wieder ganz verrückt gewesen. Da habe ich noch mit jemandem telefoniert, der mich dann haben wollte, weil die A-Jugend von Tennis Borussia nicht in der Bundesliga gespielt hat. Und Erfurt zu dem Zeitpunkt aber schon. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir machen das so. Und dann sind die aber leider genau in dem Jahr dann auch abgestiegen. Heißt, dann habe ich die gleiche Staffel gespielt wie Tennis Borussia. Okay. 2 Jahre U19 dann, auch Regionalliga war das dann, U19 Regionalliga. Genau, dann war aber bei Erfurt die Insolvenz, Abstieg in die vierte Liga. Da habe ich mir gedacht, das tue ich mir nicht an. Also auch, weil ich mit den Umständen, die da waren, wie sie mit mir umgegangen sind, fand ich nicht in Ordnung. Aber das ist eine längere Geschichte. Und ja, dann habe ich mich Union Fürstenwalde angeschlossen. Das war ja auch ja Regionalliga Nordost, ein kleiner Verein mit nicht so vielen Möglichkeiten, aber trotzdem guten Bedingungen, wo wir auch, also da hat auch niemand gearbeitet nebenbei, sondern haben wir auch nur Fußball gespielt, sag ich mal, aber halt mit limitierten Bedingungen, wo eigentlich das erste Jahr nicht so erfolgreich war. Da sind wir fast abgestiegen, haben wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Spieltag den Nichtabstieg geschafft. Das zweite Jahr war dann relativ gut, da waren wir 4. Platz, da hatten wir eine gute Truppe zusammen. Da war dann die erste Corona-Unterbrechung, wo wir dann halt aufhören mussten für, ich glaube, 6 Monate waren das. Und in der dritten Saison in Fürstenwalde waren wir, glaube ich, so ein Mittelfeldteam, aber da war auch nach, glaube ich, 13 Spieltagen Schluss gewesen, bis dann halt in dem Winter, ich glaube,
2021 ich damals mit noch Thomas Sobotzek telefoniert hatte, der mich dann gerne nach Offenbach holen wollte. So früh ist es dann schon zustande. Ne, genau, wir haben ja halt nicht mehr gespielt bei uns in der Nordoststaffel. Heißt, wir hatten dann ab Winter, also ich habe dann auch wieder 6 Monate nicht in der Mannschaft trainiert, aber ich war dann halt glücklich und zufrieden, dass ich wusste, dass ich ab Sommer einen Verein habe und mich jetzt nicht. Es gibt ja auch viele andere, die dann auf den letzten Drücker gerade so noch irgendwo untergekommen sind und ich hatte halt Planungssicherheit gehabt. Wie war das für dich? Hauptsächlich im Osten hast du ja davor gespielt. Wie war das jetzt so, der erste Westverein, oder merkt man eigentlich keinen Unterschied? Doch, ich würde sagen, man merkt schon Unterschied. Also im Osten ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, familiärer, ein bisschen lockerer. Ich habe im Osten schneller Anschluss gefunden, sage ich mal. Ich weiß nicht, Jason kann das, glaube ich, bestätigen, dass ich in der Anfangszeit, wo ich hier war, noch relativ ruhig war, weil ich nicht so schnell auf Menschen mich öffne, sage ich mal. Und im Osten war es halt einfacher, Anschluss zu finden, sage ich mal. Aber so, das Größte, was mich hier stört, dass es auf Döner in Offenbach-Frankfurt keine Kräutersoße gibt. Also man kann hier wirklich keinen Döner essen, also im Westen, muss ich ehrlich sagen. Das müssen wir ändern, so sieht's aus. Ja, genau. Ja, interessant. Also das mit dem Döner, das brauche ich nicht, aber wenn du das gewöhnt bist, dann bist du wahrscheinlich. Aber das mit dem Ost-West kann ich ein bisschen bestätigen. Also immer, wenn ich drüben war, so ein paar Tage halt nur, habe ich direkt gedacht, wo bist du hier? Also, das ist einfach anders. Das ist was anderes, ja, genau. Ich war zum Beispiel in Finsterwalde, das ist ja nicht weit weg. Oh, da kommt ein guter Kumpel von mir jetzt. Und da habe ich gedacht, also auch so, wenn du durchfährst, so, weiß nicht. Also, es ist einfach. Die sind mehr für sich, glaube ich, untereinander. Da ist die Gemeinschaft sehr, sehr, sehr stark ausgebildet. Gerade in den ganzen Dörfern. Also ich glaube, da kennt auch jeder jeden. Da wird abends, auch wie hier, wo wir gerade sitzen, im Schuppen gesessen und das ein oder andere Bier vernichtet. Ja, du sagst jetzt, am Anfang hast du dich noch nicht so geöffnet. Also für uns als Fans war es dann immer mega geil, wenn du dann nach den Spielen so in unsere Richtung so Gesten machst. Also das ist überragend. Ist das so schon so ein Zeichen dafür, dass du mehr angekommen bist hier? Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt, wann ich bewusst von mir herbeigeführt, dass ich jetzt sage, ich muss mich jetzt hier irgendwie in den Vordergrund bringen, sondern ja, Mann, das ist, wie gesagt, einfach aus der Emotion raus dann passiert, weil es auch für jeden Torwart, der jetzt nicht spielt, sage ich mal, nur zu trainieren, ist es nicht einfach und dann relativ schade natürlich für den Stefan Flauder, wie es passiert ist, das wünscht man natürlich keinen. Aber dann natürlich glücklich, sage ich mal, für mich gewesen und dann auch, sage ich mal, das gewisse Glück auch im Spiel gehabt, dass ich halt relativ gut zeigen konnte, was ich kann und demnach ist es dann alles so gekommen, wie es jetzt gekommen ist, ja. Ja, vielleicht da so ein bisschen anknüpfen, das hatten wir tatsächlich auch, wollten wir fragen. Also du hast ja dann eine ganze Weile, wie du jetzt auch schon gesagt, bist so ein bisschen schwer angekommen. Vielleicht auch deswegen, weil du halt wirklich dann erstmal außen vor warst, ne? Flauder natürlich gesetzt. Es ist ja klar, wenn ich so einen Spieler hole mit, weiß nicht, 4, 35 Lenzen und so einer Erfahrung, ist ja relativ eindeutig, dass der dann spielt. Für mich nicht, aber so, es ist halt der Tenor, ne? Und wie hast du dich da so gefühlt? Also, hast du gedacht, ich habe überhaupt keine Chance? Es ist alles. Nee, so war es nicht gewesen. Ich muss auch sagen, dass der Sreto das damals gut gemacht hat. Der hat viel mit mir gesprochen und mich auch immer, sage ich mal, bei Trab gehalten. Einzige Sache, die ich nicht so cool fand, war das zweite Pokalspiel, wo ich nicht spielen durfte. Aber das war, glaube ich, auch der Situation geschuldet, weil wir auch die Hinrunde damals nicht glücklich gestartet haben mit den, ich glaube, 1 Punkt aus 4 Spielen. 3 Spiele. Ja, irgendwie sowas, wo wir halt nicht gut gespielt haben, wo ich es dann jetzt im Nachhinein auch nachvollziehen konnte, dass er da nicht so viel rotiert hat. Aber sonst, wie gesagt, hat er mich immer gut bei der Hand genommen und auch mich auch auf diesen Fall, der er dann auch eingetreten ist, gut vorbereitet hat mit vielen Gesprächen. Mich immer, sage ich mal, nah an der Mannschaft gehalten hat und nicht außen vor gelassen hat. Ja, das ist super wichtig. Ich schließe jetzt mal an, weil die Frage jetzt, die wir uns gestellt haben, war das vom Gefühl her dann, wo du noch nicht spielen konntest, was er dann logischerweise die Chance bekommen, als Flauder sich dann verletzt hat. War das so ähnlich oder war es eine ganz andere Situation jetzt diese Saison, als dann du, ich glaube, 2 Spiele rausrotiert bist. Ich habe dich, glaube ich, da am Parkplatz gehabt, dir gesagt, warte mal, noch 2, 3 Spiele, dann spielst du eh wieder. Hast du noch so geguckt. Aber war das ähnlich oder war das dann nochmal einen drauf, also nochmal deutlich schlimmer, weil du halt schon gesetzt warst eigentlich? Ja, gesetzt ist man ja nie, sage ich mal. Aber so wie es gelaufen ist, war natürlich, wo ich mich jetzt auch ungern zu äußern möchte,
Aber ja, was soll ich sagen? Im Endeffekt bin ich jetzt froh, wie es jetzt gelaufen ist. Und da machen wir jetzt auch weiter, denke ich. Ja, das ist eine gute Antwort. Ja. Ja, ja. Verstanden. Nee, und generell noch die Frage, die schließe ich jetzt gerade noch ab, bevor wir zu Jason gehen. Wie ist denn das so ein Torwart-Team? Also jetzt gerade oder auch letzte Saison, seid ihr da schon auch kollegial unterwegs? Oder also pusht ihr euch einfach die ganze Zeit? Oder ist da auch mal so richtig Reiberei, weil halt jeder spielen will? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, das war eigentlich noch nie der Fall gewesen. Auch jetzt in den Jahren davor, wo ich gespielt habe. Dass ich noch nie erlebt habe, dass sich jemand so extrem auf so einen Konkurrenzkampf versteift hat, der natürlich da ist, aber allen Torhütern, mit denen ich bis jetzt zusammen gespielt und trainiert habe, waren eigentlich immer nett und wir sind auch normal miteinander umgegangen. Gerade letztes Jahr fand ich es sehr gut. Also auch Flaudi hat sich da jetzt nicht aufgespielt und gesagt, ja, hier, ihr habt keine Chance und so. Also der war auch immer nett gewesen, hat auch immer einen Rat gehabt, gerade durch seine Erfahrungen und auch mit Angelo. Also wir waren letztes Jahr wirklich, das war richtig, richtig gut gewesen. Dieses Jahr war es natürlich ein bisschen anders von der Konstellation her, weil wir alle relativ im gleichen Alter sind, aber mittlerweile muss ich echt sagen, dass es auch riesen Spaß macht. Also ich komme gern zum Training. Ist jetzt nicht so, dass sich da einer von der Gruppe abkappt oder so, sondern ist eigentlich super. Ja, ist so schön zu hören. Alles klar, Jason, wir haben auch bei dir ein bisschen die Vereine aufgeschrieben, Meerholz, dann mein Kickers in der Jugend, Mainz Jugend und dann Mainz 2, dann nochmal Saarbrücken, ne? Genau, ja. Wie ist es gewesen? Das hat mich interessiert, weil Meerholz kenne ich über einen Kumpel, das ist ja schon auch eher so wie bei unseren Vorschauern halt so ein Örtchen, ne? Also was ist das für ein Niveau und was mich bei dir interessiert hat, hast du schon immer irgendwie defensiv gespielt oder warst du früher der Zehner oder was? Nee, ich war ganz früher, wo ich angefangen habe, war ich sogar Stürmer. Bin dann jedes Jahr zu einer Position nach hinten gerückt und dann irgendwann war ich Außenverteidiger in Offenbach. Aber Meerholz war vom Niveau her ist eine Kreisliga-Mannschaft. Also ich habe erst in Großenhausen gespielt, da wo ich herkomme. Da gab es aber nur die Bambinis, dann hatten die keine Jugend mehr. Da bin ich nach Meerholz, habe da, glaube ich, 8 oder 9 Jahre gespielt. Und zu der Zeit hat meine Mutter meinen Stiefvater dann kennengelernt und der war da mal zugucken, hat gesagt, ja, der Junge hat was drauf. Und mein Stiefvater ist auch schon immer Kickers-Fan und der hat dann das Probetraining in Offenbach klar gemacht. Und so ist es dann eigentlich erst entstanden. Ja, interessant. Vielleicht da anknüpfend, warst du dann logischerweise frühzeitig mit dem OFC irgendwie auch verknüpft und hast du vielleicht auch schon vorher so ein bisschen, vielleicht sogar aus Fansicht, ein bisschen drauf gucken, weil es ist ja, aus der Region bist du ja auf jeden Fall. Genau, ja, ich war auch Kickers-Fan durch die Familie. Mein Onkel hat mich immer mitgenommen. War auch schon auswärts mit, damals noch in Gladbach, auch in Darmstadt. Also ich habe schon was mitgemacht, deswegen war es auch wieder eine Herzensangelegenheit, dass ich wieder zurückgekommen bin. Ja, auf jeden Fall mega geil. Also habe ich so genau jetzt auch noch nicht gewusst. Ich wusste nur, dass du mal gesagt hattest, dass du auf jeden Fall schon früher mal da warst. Aber dass das so krass war, wusste ich nicht. Richtig geil. Ja, vielleicht noch von mir als letzte Frage an dich. Wann kam denn so der erste Gedanke bei dir, wo du gesagt hast, ja, also so Profiligen kann ich schaffen. Also wirklich schaffen, in dem Sinne, dass ich dritte Liga vielleicht spielen kann. Das war im letzten Jahr von Offenbach kam dann der Anruf von Mainz. Die haben gesagt, die wollen mich unbedingt haben. Und habe ich lange überlegt, auch mit meinen Eltern, weil es war dann eineinhalb Stunden bin ich mit dem Zug, muss ich dann immer hin und her fahren, weil ich hier in Gernhausen noch die Schule zu Ende gemacht habe. Da habe ich viel überlegt, weil da war keine Freizeit mehr. Am Ende habe ich mich dafür entschieden. Es lief auch alles gut und da kommt langsam der Gedanke, so jetzt bist du bei einem Bundesligist in der Jugend. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in der Nationalmannschaft und dann weißt du eigentlich, jetzt musst du es auch durchziehen oder willst du auch durchziehen, Profi zu werden. Du hast so viel Zeit investiert, hast doch so viel verzichtet. Da möchtest du jetzt auch oben ankommen. Ja. Ja. Das ist noch die eine Frage, oder haben wir das eigentlich schon abgearbeitet? Ja, haben wir eigentlich schon abgearbeitet. Gell? Also warum du eine Identifikationsfigur in Offenbach bist, das hatten wir jetzt eigentlich schon geklärt, weil einfach dieser Bezug da ist. Ja? Einfach richtig gut. Ich glaube... Ah ja, nee, eine Sache wollte ich noch von dir. Die war wichtig. Position nochmal. Also wir haben jetzt ja mit Seba und mit Rossi muss man ja, also wenn man nicht blind ist, sieht man ja, das sind beides, also für mich Spieler, die locker Drittliga-Format haben. Du auch, du hast schon gespielt. Es ist die Frage, jetzt hast du 3 starke IVs, weil du eigentlich, für mich eigentlich ein Außenverteidiger bist, immer noch im Kopf.
wie siehst du das? Also wenn jetzt beide fit wären und spielen würden und du jetzt, sagen wir mal, auf die Bank rotieren würdest, das ist ja, also wie sieht man das dann? Also das könnte ich jetzt auch dich fragen, ja? Also sieht man das dann im Teamerfolg, wenn es besser läuft sozusagen ohne mich, oder sage ich dann, ich will wenigstens auf die andere Position, oder findest du das dann auch blöd, weil du dich jetzt festgespielt hast? Also du hast es ja gut gemacht in der Innenverteidigung, ohne Frage. Ja, also ich fühle mich auch als Innenverteidiger einfach wohl. Ich glaube, ich habe so die Position für mich gefunden. Natürlich ist es dann schade, wenn der Trainer sich anders entscheidet. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wieder auf die Außenverteidigerposition zu rücken. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt gut 1,5 Jahre gespielt in Offenbach auf der Position und würde auch gerne weiter so spielen. Ja, das sehen wir auch. Also haben wir jetzt auch so gesehen, muss ganz ehrlich sagen. Also ist natürlich ein riesen Konkurrenzkampf dann, wenn du mit 2 Innenverteidigern spielst, wenn mal alle fit sind. Aber das ist eigentlich auf jeder Position so, deswegen. Ich glaube, das brauchst du auch, wenn du aufsteigen willst. Also alles andere ist eigentlich, da kannst du es auch lassen, oder? Also stimmt, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Brauchst du immer, dann treibt dich auch der andere an. Dann ist mehr Feuer im Training, weil jeder will spielen. Also das braucht man auf jeden Fall. Okay. Gehen wir schon an in die Hauptgesprächsrunde. Genau, also das Kreuzfeuer vorbei. Ja. Gut. Ja, willst du? Das ja, war deine also, Frage. Ich meine, ihr seid jetzt seit 2021 beide da. Ihr habt jetzt eigentlich mit Kaminski 4 Trainer erlebt. Habt ihr da irgendwie so Unterschiede festgestellt? Wie ist das so in der täglichen Arbeit? Sollen wir jetzt erzählen, wie die Trainer waren oder was uns bei den aufgefallen ist bei den einzelnen Trainern? Oder? Beides vielleicht. Ja, gut, also wie gesagt, am längsten haben wir mit Sreto zusammengearbeitet, was auch für uns schade war, weil wir eigentlich, glaube ich, alle gerne mit Sreto weitergemacht hätten, aber das liegt leider nicht bei uns in der Hand, sondern da sind andere Menschen, sage ich mal, für verantwortlich, die damit umgehen. Wie gesagt, ich hatte mit Sreto kein Problem gehabt, der war super gewesen, wir haben gut trainiert, der hatte eine gute und klare Ansprache gehabt, hat uns, denke ich, auch nach vorne gebracht, von wenn ich gesehen habe, was wir am Anfang der Saison gespielt haben und was wir am Ende gespielt haben. Es war zwar jetzt nicht immer der schönste Fußball, aber ich denke, darauf im Endeffekt kommt es darauf an, ob wir gewinnen. Ich glaube, wir hatten, wie viele Gegentore haben wir bekommen in der Saison? 18? 17, 18. 17, 18 Gegentore. Also ich weiß nicht, welche Mannschaft in den ersten 4 Linien nur 17 Gegentore in 34 oder 36 Spielen hatte. Also wir waren gefestigt, wir hatten uns eigentlich gefunden gehabt, dann kam halt im Sommer der Wechsel. Und also ich muss auch sagen, es kam für uns alle überraschend, dass überhaupt der Trainer da in Frage gestellt wurde, weil wir haben Hessen-Pokal gewonnen, wieder nach 6 Jahren, glaube ich. Wir sind Dritter geworden in der Liga, hatten noch die Chance, noch aufzusteigen. Also für uns war es auch ein bisschen überraschend, dass das dann so gekommen ist. Und ich denke auch, dass Reto einfach eine gute Arbeit gemacht hat, hat uns viel vorangebracht, auch viel mit den Spielern geredet, auch in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe, hat er immer an mich geglaubt, deswegen, ja. Kam das schon gut mit dem Aus. Muss ich gerade mal sagen, das haben wir als Fans nämlich also eigentlich auch so wahrgenommen. Also, was du sagtest, David, natürlich. Also, manche haben dann gesagt, ja, wie willst du mit so einem Fußball aufsteigen? Ich habe immer gesagt, guck doch mal, wie viele Gegentore wir kriegen. Weißt du schon, was Meister machen? Die schießen nicht 300 Tore, sondern die gucken, dass hinten die Null steht. Ist ja bei uns so, wenn du siehst, die haben letztes Jahr auch meistens nur 1-0 gewonnen. Ne? Also, da fragt am Ende keiner mehr und am Ende sind sie fast aufgestiegen. Also die haben eigentlich auch alles richtig gemacht. Ist ja egal, ob du jetzt 1-0 oder 3-0 gewinnst. Wenn du erstmal die 0 hältst, verlierst du nicht und es gibt trotzdem nur 3 Punkte. Also von daher. Dieses Jahr auch wieder. Jede Woche gucke ich auf die Ergebnisse, Ulm wieder kein Gegentor. Jede Woche fast. Das ist einfach das Wichtigste, ja. Also gegen uns. Aber na, das ist, also ich glaube schon, dass es zentral ist. Vielleicht auf der Schiene weiter, weil du jetzt damit angefangen hattest. Wie ist es jetzt beim neuen Trainer, beim Ersan? Wie geht er mit euch um, kommunikativ? Ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Kommunikation. Also ich finde, er hat eine gute, klare Ansprache. Er weiß, was er sagt. Er weiß auch genau, was er von uns einfordert. Und er weiß auch, wenn jemand das nicht auf den Platz bringt, dann spricht er es auch an. Also es ist jetzt keiner, der das zurückhält, sondern auch offen vor der Mannschaft dann auch mal den einen oder anderen Spieler, sage ich mal jetzt nicht kritisiert, aber das anspricht, was ihm aufgefallen ist. Und ich finde, der macht es auch sehr gut. Auch die Trainingseinheiten sind taktisch und auch spielerisch angelegt. Also es ist jetzt sicher, dass wir nur laufen oder dass wir nur den Ball in die Mitte schmeißen und 11 gegen 11 gegeneinander spielen, sondern
ich denke auch, dass er uns, so wie es Reto, nach vorne bringen kann. Also das sehe ich auf jeden Fall, dass er da auch die sage ich mal, Eigenschaften mitbringt, die so ein Trainer braucht. Also ich finde ihn sehr gut bis jetzt die ersten 2-3 Monate, die wir ihn jetzt mit ihm erlebt haben. Ja, inzwischen hat sich ja auch so ein bisschen so eine Startelf eingespielt. Es war ja am Anfang der Saison schon auch anders mit vielen Wechseln und so, auch bei dir dann persönlich. Das hat uns dann als Fans dann auch schon sehr verwundert, wenn dann auf einmal der spielt und dann auf einmal eine andere Aufstellung. Das war schon, weiß nicht, also wirkte nicht so, als steckte da so ein großes Konzept dahinter. Gut, vielleicht war auch einfach zu wenig Zeit, aber uns kam das alles irgendwie sehr, sehr komisch vor am Anfang der Saison. Wie habt ihr das so empfunden? Ja, wie du es schon gesagt hast, wir hatten, glaube ich, in den ersten 8 Spielen immer eine komplett neue Startelf. Da ist auch schwer, irgendwie sich einzuspielen, weil immer der Nebenmann dann neu ist. Und auch so, man war einfach verunsichert. Man hat auch immer Angst, dass man wieder draußen ist. Man wollte keine Fehler machen, man war verkrampft. Und so ist es dann entstanden, dass wir die ersten 8 Spiele, sag ich mal, verpennt haben. Ja. Gut, du musst auch sagen, also ich glaube, du kannst ja nicht die ganze Schuld zum Trainer schieben, aber ich denke einfach, dass das, was er spielen wollte an System und Spielweise, hat nicht zu uns gepasst. Wir hatten nicht die Mannschaft dafür, seinen Fußball zu spielen, und auch diesen Fußball, den er spielen wollte, kann man in der Regionalliga einfach nicht spielen, weil du bis auf, glaube ich, 3-4 Vereine, die auch Fußball spielen wollen, eigentlich viele Vereine hast, die halt mit Fünferkette hinten spielen und lange Bälle spielen. Und unser Fußball war in der Zeit unter Alex halt drauf ausgelegt, den Gegner früh zu pressen und früh das 1-0 zu schießen. Aber wenn der Gegner hinten drin steht, kommst du halt nicht in die Situation, den Gegner zu pressen. Und dann hat uns natürlich auch die Abgeklärtheit gefehlt, mal das 1-0 zu machen, wenn ich mich an die ersten Spiele erinnere. Wäre, glaube ich, vorne nicht viel ausgestrahlt, sage ich mal, um Tore zu schießen. Und wenn wir dann Chancen haben, haben wir sie halt nicht gemacht. Aber deswegen kannst du nicht die ganze Schuld nur auf den Trainer schieben, sondern wir haben bestimmt auch unseren Teil dazu beigetragen. Aber im Großen und Ganzen musst du einfach sagen, dass der Trainerwechsel, glaube ich, richtig gewesen ist. Ich fand es halt auch besonders nach dem ersten Spiel dann schon auch schockierend, dass dann irgendwie der Trainer total überrascht gewirkt hat, dass der Gegner so gespielt hat, wie er gespielt hat. Da frage ich mich halt dann, was macht man denn in der Vorbereitung? Also man muss sich doch mal irgendwie die Liga angucken. Was gibt es da für Vereine? Keine Ahnung. Ihr müsst da nichts antworten jetzt. Ja, ich glaube, ich habe auch alles gesagt, glaube ich, dazu, dass wir halt das falsche System, die falsche grundlegende Art Fußball gespielt haben, um erfolgreich zu sein in der Liga. Ja, das war ja auch so das, was wir tatsächlich auch gesehen haben. Ne? Also wir haben es ja auch gesagt in den Folgen damals. Also ich habe auch nie was gegen Alex Schmidt gesagt, als Person oder als Trainer, sondern ich habe einfach gesagt, das, was er will, klappt nicht. Und er ist auch nicht irgendwie, war nicht bereit, für mich nicht bereit, es zu ändern. Und das war sein Fehler meines Erachtens. Und dann muss man halt reagieren. Gut, ich würde aber sagen, da haben wir das Thema soweit abgeschlossen, weil wichtig war mir auch so ein bisschen auf die Zukunft zu blicken, was ist jetzt, weil das andere ist ja, kann man viel drüber sprechen, aber es bringt uns nicht nach vorne. Im letzten Moment brauchen wir das, was jetzt gerade ist und was in der Zukunft sein wird. Ich will gerade nochmal in der Richtung nochmal vielleicht 1-2 Fragen stellen. Wie ist es so, wenn ihr werdet das, glaube ich, oft gefragt, gell, aber wenn ihr halt jede Woche gegen diese Mannschaften spielt, diese Fünferkette und so, und dann ich stehe auch teilweise, wir stehen im Block und denken uns, oh, ist das langweilig, wir kriegen nichts hin. Ihr merkt es auf dem Platz dann auch, du hast keine Chancen, das ist irgendwie total zäh. Aber dann merke ich irgendwie, denke ich mir wieder, ja gut, der Platz ist schlecht, die stehen hinten drin, wir haben Druck. Also ist es dann wirklich, kommt dann alles zusammen, und dann, selbst wenn wir eine super Mannschaft haben, ja, und theoretisch 3-4-0 zur Pause führen könnten, ist dann einfach super schwierig. Oder, also, wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist der Gegner gegen euch extra motiviert, wie sie es immer sagen? Was glaubt ihr? Ja, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der auf den Biberer Berg kommt, der will extra nochmal zeigen, was er kann. Will uns wehtun. Und das merkt man einfach. Dann kommt noch der Platz hinzu jetzt. Das ist ja Richtung Wind, der immer schlecht ist. Man muss gut den Ball laufen lassen, aber der verspringt manchmal. Also musst du erstmal konzentrieren, erst den Ball sauber spielst und annimmst. Dann stehen die viel hinten drin. Das ist ein Geduldsspiel. Aber der Trainer hat uns gut darauf vorbereitet, weil wir wussten ja, dass bei so Gegnern jetzt auch wie gegen Worms. Genau, gegen Worms, Trier, das Koblenz, genau, ja, dass sie einfach hinten drin stehen. Da musst du einfach wach sein, weil 1-2 Chancen werden sie immer bekommen.
wie gesagt, ist einfach ein Geduldsspiel, weil meistens stehe ich als Innenverteidiger auch 15 Meter vor dem gegnerischen 16er. Ist schon komisch, aber das musst du einfach dagegen so spielen und einfach auf deine Chance hoffen. Hat ja meistens geklappt jetzt, wie gesagt, außer in Hoffenheim. Ja, wobei in Hoffenheim, ich glaube, das hat Joppi gesagt, gell? Die haben mir das beste Spiel gemacht. Ja, da war der Platz gut. In der zweiten Halbzeit haben wir ja die komplett hinten reingedrückt. Da haben wir halt versucht, auf Sieg zu spielen, dass dann halt so ein Weitschuss mal reingeht. Das ist halt auch gegen Offenbach typisch, ne? Ja, vor allem dann auch noch zwei. Also genau, der zweite, den fand ich eigentlich noch viel lächerlicher. Wie oft trifft er den so im Leben, weiß ich nicht. Vor allem zweimal der gleiche, ne? Also, ja, da hast du, glaube ich, geguckt, du bist nicht mal hin, weil du keine Chance hattest. Der hatte eine Flugkurve, ich weiß nicht, der hat sich vor mir weggedreht. Ja, ich dachte, der schießt eigentlich mit Innenseite lange Ecke, Schlenz, da habe ich mich eigentlich schon vorbereitet. Hat er den Vollspann genommen, da dachte ich, okay, der wird auf den Mann kommen, weil wenn du Vollspann schießt, meistens ist er nicht so genau. Und dann hat er den so über den Schlappen rutschen lassen, nach außen weggedreht, genau oben rein. Ich dachte, okay, das war dann auch Statement zum Spiel gewesen. Ja, genau, das haben wir auch gedacht. Wir haben uns angeguckt und haben gedacht, jo, alles klar. Was willst du denn da sagen, auch als Fan? Ich finde es unglaublich, also was denkst du dir da? Also ich kann es niemandem einen Vorwurf machen, ne? Wem denn? Also auch beim Ballverlust, für mich ist es vorher auch ein Foul, aber ist ja echt scheißegal dann letzten Endes. Aber das hat gepasst, glaube ich, zum Tag und auch so ein bisschen zur Hinrunde. Weil ich sag ganz ehrlich, die Qualität haben wir so extrem im Kader, dass wir locker jetzt vorne stehen könnten oder zumindest mal 2-3 Punkte hinter Ulm. Also, ja gut, was heißt vorne stehen, wenn du aus den ersten 3 Spielen, wo wir 2 verloren haben, jetzt gegen Koblenz und Worms, wenn du da die Punkte holst, hast du 6 Punkte mehr auf dem Konto. Das sind jetzt die 6 Punkte, die uns hinten raus, sage ich mal, jetzt nicht fehlen, aber die, da, mit denen wir jetzt besser dastehen würden. Weil ich glaube, seitdem haben wir ja, glaube ich, haben wir verloren. Wir haben einmal gegen Steinbach unglücklich verloren, wo wir auf jeden Fall nicht hätten verlieren müssen. Gegen Hoffenheim gut, aber so eine Niederlage hast du immer mal drin. Dann gegen Barockstadt kann man auch mal unentschieden spielen. Ich glaube, den Rest haben wir da alles gewonnen. Also ist jetzt nicht so, dass wir, also wie gesagt, deswegen sage ich auch, dass wir uns gefunden haben, langsam ein bisschen stabiler sind, auch die Abläufe kennen. Ja, aber man muss auch sagen, Ulm lässt keine Punkte liegen, ne? Das ist halt auch verrückt. Ja. Ja. Die haben jetzt einmal verloren gegen uns in 17 Spielen, ist auch Respekt. Also. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie das ganze Jahr zu Hause nicht verloren oder so. Das ist brutal. Also, ich hatte jetzt noch die Überlegung, also eben ist mir der letztjährige Rückrundenstart in die Gedanken gekommen, wo wir, glaube ich, gegen Koblenz verlieren zu Hause. Jetzt gewinnen wir 1-0. Sagen viele, ja, wie schlecht und so. Und ich so, hey, wir haben gewonnen, was wollt ihr eigentlich? Ja? Also, und jetzt keine Ahnung, in Kassel haben wir letztes Jahr auch nicht gewonnen, dieses Jahr haben wir gewonnen. Also so Spiele, sagen wir mal, die letzten 2-3 Monate, machen wir es eigentlich, also auch ergebnistechnisch, wo man mal sagt, komm, musst du irgendwie den Dreier ziehen, bis auf halt so kleine Ausnahmen, ne? Wie wir jetzt gesagt haben, Steinbach, Hoffenheim. Das sind für mich aber auch Auswärtsspiele, die kannst du verlieren. Ich glaube, zu Hause sind wir die beste Mannschaft. Ich weiß nicht, wie du schon sagst, was man euch vorwerfen will. Das ist immer das, was wir jede Woche eigentlich natürlich sagt, naja, die erste Halbzeit, es muss mehr kommen, das wisst ihr aber selbst, das braucht keiner erzählen. So, aber insgesamt, so von den Punkten her, wie ist es denn, also ihr kriegt es ja auch mit, ohne jetzt da gegen die eigenen Fans irgendwas sagen zu wollen, die sich dann auch mal zu Recht vielleicht aufregen, aber kriegt ihr das mit und nervt euch das dann auch manchmal, weil ihr denkt, ihr seid auch nur Menschen, ihr versucht alles und dann kommt halt von einigen wirklich komplett unter der Gürtellinie, kommen da Dinge, wo ihr denkst, Junge, was ist mit euch? Ja, natürlich bekommt man Sachen mit, aber wie gesagt, dann speziell in der ersten Halbzeit, die Gegner kommen zu uns, sie wollen sich natürlich zeigen, das ist auch nicht einfach, wo jetzt ein Fan erwartet, dass wir schon 2-0 führen müssen, aber die sagen jetzt auch nicht, komm, schieß ein Tor. Deswegen, wie gesagt, es ist ein Geduldsspiel, aber wie du schon gesagt hast, jetzt, wir haben jetzt gegen Koblenz gewonnen, gegen Worms, wo wir letztes Jahr, glaube ich, nur einen Punkt geholt haben oder gar keinen. Dann machen wir es den Fans oder manchen auch nicht recht. Also ist egal, ob wir verlieren oder gewinnen. Es gibt immer was zu meckern, habe ich das Gefühl. Deswegen, aber wir gucken einfach nach uns. Wir wollen die Punkte holen und dann schnellstmöglich aus der Liga rauskommen. Ja, ich denke auch, die meisten der Jungs und Mädels stehen trotzdem absolut hinter euch. Sind ja immer nur, die schreien dann halt am lautesten. Ne? Also das ist halt immer so. Ja, ich kann es auch verstehen. Es sind nur Emotionen dabei im Spiel, aber wir machen es ja auch nicht. Wir sind auch nur Menschen. Wir machen auch Fehler. Und ich denke, aber die letzten Monate haben gezeigt, dass wir es besser können. Ja, als Fan, das nehmen wir nochmal Hoffenheim, ist mir so ein Spiel dreimal lieber, wo dir wirklich alles in die Waagschale schmeißt, wo dir wirklich sagt, wir wollen den Dreier ziehen.
Ja, mir ist es ja egal, ob wir dann 3-1 verlieren oder 5-1. Ist mir egal, ganz ehrlich als Fan. Aber da nochmal sagen, nee, das Unentschieden möchte ich nicht. Nein, was will ich da damit? Den 3er ziehen, den will ich. Und das war möglich. Hm. Ganz einfach. Und das muss man mal anerkennen. Dass ihr nicht dann euch dahin reingestellt habt und habt gesagt, komm, das Unentschieden nehmen wir mit. Nein. Das hilft uns nicht weiter im Endeffekt. Der 3er zählt. Das stimmt, aber am Ende musst du trotzdem sagen, dass wir trotzdem am Ende des Tages trotzdem mit dem 1-1 nach Hause fahren müssen, wenn wir nicht so... Ja, genau. Im Spiel denkst du nicht dran, aber im Nachhinein denkt man vielleicht, naja, vielleicht wäre der Punkt auch in Ordnung gewesen, weil die anderen müssen auch noch nach Hoffenheim und ich glaube, die sind nicht einfach zu bespielen, das ist kein einfacher Gegner. Die sind ja auch, glaube ich, wenn sie jetzt die beiden Nachholspiele gewinnen, sind, glaube ich, zweiter Platz, also die stehen ja auch nicht umsonst da, wo sie jetzt stehen. Demnach wäre der Punkt für uns, glaube ich, im Endeffekt besser gewesen, aber wir wollten natürlich alle gewinnen. Den Punkt hätten wir da mitnehmen müssen, aber ich glaube auch unser Anspruch ist es, dass wir das Spiel gewinnen wollen, den Gegner bespielen wollen. Ja. Deswegen haben wir einfach weiter auf Sieg gespielt. Dass dann mal sowas passiert, ist normal, wenn man dann vorne drauf geht und immer Druck macht, dass hinten dann mal was offen ist. Oder mal ein Ball verlust. Das meine ich ja. Also ihr habt da wirklich gesagt, nee, das Ding ziehen wir. Hm. Egal wie jetzt. Ja, die anderen zwei geholt, mein Gott, ja. Es passiert, fertig. Ja, und ich glaube auch, dass die meisten, die auch so ein bisschen was vom Fußball verstehen, ne, so ein bisschen auch Kickers sind einfach, die haben das genauso gesehen, weil, wie du schon sagst, das ist mir tausendmal lieber als so ein total zurechtgekrampftes, gemauertes Unentschieden, obwohl du eigentlich weißt, du willst gewinnen unbedingt. Ich habe auch gehört, ich habe mich ja schon mit einigen unterhalten, ich glaube, viele haben mir gesagt, dass sie lieber 5-4 gewinnen wollen, als ganz komisch dreckig 1-0. Also, dass sie viele Tore und viel offensiv und viel nach vorne, nach hinten sehen wollen, als ein langweiliges 1-0. Was natürlich auch zum Fußball dazugehört, aber ich glaube, das spiegelt es wieder, dass das, glaube ich, auch von uns oder auch von den Fans rübergekommen ist, dass wir auf Sieg spielen wollten. Ja, auf jeden Fall. Und, ja, aber denen Ulmer ist es da auch egal. Die ziehen das 1-0 und fertig. Ja, da hörst du kaum noch Gemecker. Mhm. Die freuen sich über die 3 Punkte und Ende. Punkt. Ja, ist aber auch, glaube ich, wegen dem Umfeld. Also muss Offenbach ist ja auch hier wieder der größte Verein in der Liga mit den Fans. Ich glaube, in Ulm, die haben auch Druck, aber es ist nochmal was anderes als hier in Offenbach. Das kommt auch noch dazu, denke ich mal. Das ist richtig. Ja, also ich sag mal, Ulm, also ich kenne die Fanszene und so nicht genau, ne? Aber ich glaube, was haben die ja aktuell? 2.000-3.000 Zuschauer, das ist schon sehr viel für die. Und da stehen vielleicht wirklich 3.000-5.000 in der dritten Liga darum, denke ich mal. So, und bei uns stehen 5.000, wenn es richtig schlecht läuft, also richtig nichts geht für die meisten. Die kommen ja immer erst, wenn es dann nur noch 3 Punkte sind, so die Wackelkandidaten, da kennen wir auch ein paar. Aber die immer da sind, sind so diese 5, ne? So, und wenn du bei uns was entfachst, Feuer entfachst, ihr kennt das, ihr habt es ja auch schon erlebt, was da los ist, also das, sorry, da braucht Ulm sich mit uns überhaupt nicht messen. Also deswegen, ich glaube, wenn wir eine gewisse Kontinuität reinkriegen, ich denke mal, das seht ihr ähnlich, dann ist hier so viel möglich. Ihr habt ja schon angesprochen, dass ihr letzten Sommer auch schon Kontinuität wolltet. Ich habe jetzt auch mehrfach schon gesagt, ja, dann kommt wieder eine, ja, der muss weg und der muss weg, der ist zu schlecht. Junge, bist du blöd? Also natürlich kann man den einen oder anderen Spieler, das normal im Fußball, austauschen, ja. Aber wie seht ihr das? Also Kontinuität ist, glaube ich, schon sowas, was auf Dauer auf jeden Fall eher Erfolg bringt, als direkt die Mannschaft komplett auszutauschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Du brauchst ja immer eine Eingewöhnungszeit. Deswegen, wenn du jetzt jedes Jahr die komplette Mannschaft tauschst, dann wird es schwer, sich wieder zu finden. Deswegen, also lieber mal an der Mannschaft halten und dann auch dem Trainer 1-2 Jahre Zeit geben, dann wird es auch was. Ich glaube, man hat es gut bei Elversberg auch gesehen. Die haben jetzt seit 4-5 Jahren, wo ich die kenne, eigentlich so den größten Kern an den Spieler gehalten. Und dann irgendwann wurden sie dafür belohnt. Und jetzt in der dritten Liga marschieren sie auf einmal durch. So geisteskrank. Jede Woche gucke ich. Wir als Fans, ganz ehrlich, jetzt mit Sredo und die vorgehende Mannschaft, das hätten wir auch gerne so behalten. Mit 2, 3, vielleicht auch 4 Verstärkungen. Mehr hätten wir gar nicht gebraucht. Als Fansicht jetzt. Ja. Das hat gestanden. Ja, im Sturm hätten wir was feilen können, aber Mittelfeldabwehr stande. Perfekt sogar. Besser geht's nicht in dieser Liga. Ja. Da sind ein paar Fans, auch ich, ein bisschen traurig drüber. Aber genau jetzt ist das, was du gesagt hast. Jetzt machen wir es halt jetzt. Ganz einfach.
Leute halten, motivieren, dabei sein, Ende. Dann werden wir sehen, was rauskommt. Ja. Frage noch dazu, vielleicht ist es, wenn ihr jetzt seht, keine Ahnung, kommt neue Spiele, ist mal im Sommer, ja, oder im Winter kommt neue Spiele für meine Position oder potenziell, wo ich theoretisch spielen kann. Denkt ihr da direkt irgendwie, scheiße, schon wieder eine? Oder ja, keine Ahnung, habe ich wieder mehr Konkurrenz? Oder was ist der Gedankengang? Oder ihr sagt, ihr freut euch einfach, dass halt irgendwie Verstärkung da ist? Schwere Frage. Oder auch für andere Positionen natürlich. Wenn ihr seht, jetzt zum Beispiel Mittelstürmer kommt oder so. Ihr kennt ja die Leute, die bei uns sind, ja, und vielleicht auch Kumpels und so, und die wollen auch spielen. Und es könnte ja sein, dass der dann den Stammplatz verliert zum Beispiel. Also man geht eh immer in den Gedanken in der Pause, dass neue Verpflichtungen kommen. Deswegen ist immer ein bisschen im Hinterkopf, aber ich mache mir da nicht so viele Gedanken drüber, wenn jetzt einer auf meiner Position kommt, weil im Endeffekt bin ich für meine Leistung verantwortlich und wenn ich die abrufe, dann werde ich auch spielen. Deswegen brauchen wir es nicht so, also ich mache mir da nicht so viele Gedanken drüber. David? Ja, bei der Torwartposition ist es immer ein bisschen schwieriger, weil ein Spieler, da kann es relativ schnell gehen, dass du da mal ein, zwei Spiele raus bist, dann spielst du wieder. Torwart ist eigentlich so, wenn du dann nicht spielst, dann spielst du auch nicht. Deswegen ist es, sage ich mal, auf meiner Position immer ein bisschen brisanter, aber so viel Gedanken ist, glaube ich, auch nicht gut, weil dann machst du dich halt nur selbst verrückt. Von daher, wie Jay es gesagt hat, einfach an seiner Leistung festhalten, sein Ding durchziehen und dann am Ende wird man dafür, denke ich, auch belohnt. Ja, das ist das perfekte Beispiel, würde ich mal sagen. Das, also du sitzt ja jetzt hier als Paradebeispiel, wie man es vom klaren, also relativ klaren zweiten Torwart, sage ich jetzt mal, zur absoluten, zumindest unter Fans unumstrittene Nummer 1 schafft. Keine Ahnung. Also als ich sag's jetzt nochmal einfach, als wir in Nöttingen da standen und haben gehört, hä? Also David auf der Bank, was? Also es war so der erste Gedanke, ohne jetzt werten zu wollen oder Max Engel irgendwie, ne, abwerten zu wollen. Ja, aber man muss auch sagen, dass auch Maxi im Endeffekt für ihn hätte es ja auch, also er hat ja auch Maxi komplett auseinandergeschraubt. Also es hat nicht nur mich auseinandergeschraubt, sondern hat auch Maxi komplett auseinandergeschraubt. Also die ganze Aktion, weiß ich, ob sich damit selbst einen Gefallen getan hat. Ja, das dachten wir auch. Aber wie gesagt, das weiß nur noch mal, weil es mir in den Kopf gekommen ist. Hast du noch was zu intern, beziehungsweise wir wollten ja noch ein paar andere Sachen ansprechen. Ja, jetzt gegen Hoffenheim, gegen unser letztes Heimspiel. Koblenz. da haben dann Leute, also bei uns im Blog hat man es gehört, dann haben dann ein paar Leute gepfiffen. Also fand ich dann auch wieder total daneben. Ich meine, ihr habt jetzt so eine lange Saison gespielt. Ihr habt euch wirklich schon mal richtig zusammengerissen jetzt die letzten Wochen. Verstehe ich nicht, warum man da nochmal einen mitgeben muss. Ich meine, was denken die Leute, wenn ihr Pfiffe hört, denken die dann, oh cool, da habe ich jetzt nochmal mega Bock, mich für die Leute aufzureißen. Weiß ich halt nicht, was das bringt. Wie kriegt ihr so diese Stimmung mit oder tangiert euch das eigentlich sehr wenig? Also ich finde es schade, dass, also wie gesagt, ich probiere es halt auszublenden, also im Spiel, weil ich da eigentlich immer meinen Fokus halten will und mich nicht mit Nebensachen beschäftigen möchte. Also wenn ich es mitkriege, dann nach dem Spielen, obwohl wir eigentlich die meisten Spiele zu Hause gewonnen haben. Von daher war es dann ja nicht so, dass da irgendwie Unzufriedenheit irgendwo gewirkt hat. Aber gut, es ist halt Fußball, was willst du machen? Das ist halt drinne, das wird man auch nicht rausbekommen. Das ist, wenn man unzufrieden ist, dann werden die Fans das auch widerspiegeln. Von daher, das gehört heutzutage, glaube ich, mit ins Geschäft mit rein, gerade bei uns, weil wir haben auch hohe Ansprüche, natürlich die Fans, aber auch wir als Spieler haben hohe Ansprüche, also wir gehen ja auch in die Saison und sagen, wir wollen aufsteigen. Daher, wir ärgern uns ja genauso, sage ich mal, jetzt auch, wenn wir zur Halbzeit hinten liegen oder wenn es mal nicht so läuft und es nur 0-0 in die Halbzeit geht, ist ja dann auch nicht für uns, wo wir dann sagen, ja okay, zum Glück steht es so, ne? Sondern wir sagen ja auch, kacke, eigentlich hätten wir mehr machen können oder so. Aber wie gesagt, ich nehme es nicht so wahr, wie jetzt vielleicht ihr auf den Tribünen, dass da Pfiffe sind. Ich weiß nicht, wer Jay ist, aber ich probiere mich da jetzt nicht irgendwie auf die Fans in der Halbzeit zu konzentrieren. Natürlich bekommt man das mit, aber man versucht es einfach auszublenden im Spiel. Aber ich finde es einfach schade, weil dann, wenn du in Rückstand gerätst, genau dann brauchst du ja die Fans. Und wenn du dann noch hörst, dass du ausgepfiffen wirst, ist dann auch nicht schön. Ne?
ich finde auch in den letzten Wochen habt ihr es euch halt auch ein bisschen Vertrauen verdient. Also ihr habt jetzt so oft das geschafft, nach einem Rückstand wieder zurückzukommen und nicht nur unentschieden, sondern auch noch zu gewinnen. Also warum man dann nicht einfach mal ein bisschen Geduld haben kann. Das ist ja, was ich sage. Also es gibt immer ein paar Einzelne, so die was sagen, egal ob du gewinnst oder verlierst. Deswegen, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ja, das ist auch interessant, weil die Leute, die dann pfeifen, das sind, also ich will nicht sagen, das sind keine Fans, im Gegenteil, die sind ja wirklich emotional auch dabei und ich glaube auch, dass die meisten das einfach nur machen, weil sie einfach, es tut halt weh, so, ne? Also, wenn du Kickers-Fan bist, ich meine, ihr wisst es jetzt auch inzwischen, du sowieso, dann ist halt, ja, weiß nicht, die letzten 15 Jahre, seit ich hingehe eigentlich, geht's halt immer so, ja, ich kam hin, war zweite Liga, Mittelfeld und dann seitdem sind wir halt eigentlich nur, also es ging nie wirklich nach oben, sagen wir es mal so. Und dann bist du natürlich, das ist glaube ich auch von vielen gar nicht gegen euch irgendwie gerichtet, sondern die sind halt einfach dann enttäuscht so insgesamt und dann pfeifen die, dann kanalisieren das die Fans das halt so. Ich glaube, dass ihr das genau richtig macht, wenn ihr sagt, wir blenden das aus, weil ihr ja gar nicht wisst, deswegen euch oder wegen der Leistung heute oder weil sie wieder einen Scheißtag hatten oder weil sie halt die letzten 15 Jahre wenig Positives erlebt haben. Für mich ist Kickers, wir hatten es letztens auch hier besprochen und auch wir hatten es besprochen, das ist ja nicht, letzte Folge haben wir es gesagt, das ist ja nicht so, dass du zum Kickers gehst, so generell und erwartest, jedes Spiel 5-0 im Moralstil zu gewinnen, halte ich generell für lächerlich im Fußball, weil wie ihr sagt, natürlich, also auf dem Papier behaupte ich, dass wir die beste Mannschaft dieser Liga sind. Ganz klar, ich behaupte auch, dass wir in der dritten Liga ohne Probleme mitspielen könnten. Exakt so. Trotzdem ist es halt so, wie es ist. Und ich glaube, die Liga ist die schwierigste, die du haben kannst. Ich bin teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, guckt euch andere Regionalligen mal an. Du kennst eine andere Regionalliga. Ich halte schon die Südwest für mit Abstand die ekelhafteste und die vom Niveau her die höchste. Ich bin teilweise in Aschaffenburg. Sorry, das Niveau ist einfach... Weiß ich nicht. Also die Viktoria ist, glaube ich, dritte. Die wären bei uns, glaube ich, ganz unten. Weil die echt einen schlechten Fußball spielen, muss ich echt mal sagen. Also glaubt ihr das auch, dass diese Liga-Unterschiede einfach auch brutal sind und dass die Südwest, ich weiß nicht, was die Verbände besser machen, aber die sind schon saugefährlich. Man guckt jetzt mal Balingen und so. Also die sind, was sind die, zweite? Zweite, ja. Also jede Mannschaft irgendwie. Ja, du musst ja wirklich dazu sagen, in diesen Verband, wo wir sind, Südwest, sind 7 andere Verbände drin. Das ist nicht wie in Bayern, die Bayernliga oder jetzt die Weststaffel oder die, was weiß ich, ja, die Nordstaffel. Nein, da sind 7 Verbände drin. Jeder Verband will sein Ding da irgendwie durchspucksen, egal wie. Das ist ein Riesenkampf. Ja. Also merkt ihr das auch, wenn ihr da, das, du hast den Vergleich ja tatsächlich erlebt, David. Ja, also wie gesagt, also ich habe das auch gemerkt, dass die Qualität auf jeden Fall besser ist hier bei uns als im Osten. Obwohl du auch sagen musst, dass die ganzen Traditionsvereine, die jetzt ja auch, wie man sagen muss, sind ja auch viele runtergegangen in die vierte Liga, wenn ich an Chemnitz denke, an Erfurt, wo du eigentlich auch sagen musst, das sind ja auch keine Vereine, die in die vierte Liga gehören. Aber die tun sich ja auch extrem schwer, nach so einem Abstieg wieder hochzukommen. Ich glaube, wenn Magdeburg dieses Spiel, ich glaube 14-15 gegen Offenbach nicht gewonnen hätte, bezweifle ich, dass die jetzt schon wieder oben wären und jetzt die zweite Liga, also es geht ja, aber du musst halt diesen Schritt schaffen, aus der Regionalliga rauszukommen und ich glaube, der ist ganz, ganz schwer und da sind nicht nur wir, die daran versuchen unbedingt hochzukommen, sondern sind viele Vereine, die es dann aber im Endeffekt wegen 1-2%, die irgendwo liegen gelassen werden, nicht schaffen. Von daher, aber um jetzt nicht abzuschweifen vom Thema, muss man schon sagen, dass hier die Qualität auf jeden Fall höher ist. Gerade im Osten wird viel mit langen Bällen agiert. Hier musst du ja sagen, hier kann ja jede Mannschaft, auch wenn sie lange Bälle spielen, kann sie ja Fußball spielen, wenn sie will, was man ja auch im Balingen sieht, die ja jetzt zweiter Platz sind, wo du ja auch eigentlich nicht denkst, dass sie den höchsten Marktwert haben oder die besten Spieler, aber die haben sich eingespielt, die wissen, wie tickt, wie wir jeden anspielen müssen oder was dafür, wer seine Stärken, wo seine Schwächen hat und dann läuft das auch. Und ja, deswegen. Ja, ich finde die Qualität
von unserer Liga sieht man in der dritten Liga an den Mannschaften jetzt wie Elversberg, mit Saarbrücken habe ich es auch miterlebt, ich bin ja mit denen aufgestiegen. Auch Mannheim, Wiesbaden sind so Mannschaften, die in der dritten Liga alle oben sind. Also da siehst du schon, dass da in der Südwestliga schon eine Qualität ist. Ne? Jetzt zum Beispiel wie Essen oder Bayreuth, die aufgestiegen sind, die spielen eher um den Abstieg wieder, sag ich mal. Ich glaube, in der Südwestliga, die Mannschaften sind alle mit oben dabei. Ja, ich habe ihm, dem Lukas, letztens irgendwie ein Bild geschickt, irgendwie, da waren irgendwie die ersten sieben kamen, also waren irgendwie fünf Mannschaften aus unserer Liga irgendwann hochgekommen. Freiburg, Mannheim, Saarbrücken. Es ist nicht so, dass es sich nicht auch widerspiegelt. Also, ja. Wie gesagt, wir hatten jetzt gesprochen über Elversberg. Wir haben gesagt, wir können jedem sagen, wir haben letztes Jahr Elversberg zweimal geschlagen. Weil, wenn jemand fragt, das ist das beste Argument, weil die marschieren da durch und das ist keine andere Mannschaft, finde ich. Die haben zwei, drei Spieler geholt, glaube ich. Mehr haben sie nicht, genau. Aber das ist dann irgendwie so ein Selbstläufer. Wie gesagt, mit Saarbrücken sind wir auch aufgestiegen und dann in der dritten Liga waren wir kurzzeitig auch erster Platz, da haben wir alles gewonnen. Aber wenn du dann einmal aus der Liga raus bist, dann hast du eine Euphorie, dann läuft einfach alles von alleine. Das ist verrückt. Aber ich muss ja dazu sagen, gerade diese Mannschaft, die du erwähnt hast, die hatten aber auch immer noch mal Eier nach hinten raus. Also die kamen viele von der Bank auch rein. Also der Kader war richtig gut aufgestellt in der Breite. Und nur so kannst du auch vielleicht diese Liga bezwingen. Ja? In der dritten Liga, wie gesagt, kannst du deinen Spieler wieder machen. Da ist es dann auch nicht schlimm, wenn du mal ein, zwei Spiele verlierst, genau. Weil du nicht auf diesen Druck angewiesen bist, du musst jedes Spiel gewinnen, um aufzusteigen. Das, ich glaube, das tut auch vom Kopf her sehr, sehr gut. Aber unsere Gegner merken es auch langsam, dass wir in der Breite gut aufgestellt sind. Die Trainer sprechen darüber schon. Ich habe jetzt mit Alibur ein gutes Gespräch gehabt. Es ist einfach so, wir sagen also Offenbach, da sind nun mal Körner drin. Ja, das kann uns ein Vorteil sein. Das ist ja auch, dass wir hinten raus dann die Spiele nochmal ziehen, weil wir den Gegner bespielen, der wird müde. Wir haben dann noch eine gute Bank und die machen am meisten einen Unterschied aus. Also so war es zumindest in den letzten Wochen. Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Ich sag nur 13 Tore. Ja, für ein Wechselspieler. Das ist ein Bild. Das ist eine Hausnummer. Jetzt am Samstag wieder, ne? Das war 13 übrigens. Also das war die 13. Ja. War letztens Worms, glaube ich. Ist so ein Running Gag bei uns. Da haben wir gesagt, ja, ich weiß nicht, sagte Achim immer, ja, Terl ist heute, macht er eins. Und seit Monaten. Und ich hätte es ihm seit Monaten schon gegönnt. Und es war aber irgendwie nie so. Er ist nie so richtig reingekommen. Und ich habe es ihm so gegönnt gegen Worms. Ich habe gesagt, alle um mich rum können es bezeugen. Ich sage, heute macht er wirklich eins, Leute. Warte mal, so 10 Minuten noch. Und dann, keine Ahnung, 5 Minuten später. Und ja, die haben uns bepisst vor Lachen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, wir haben mehr gelacht als gejubelt, weil. Aber ja, weil es gut ist, weil wir uns gefreut haben. Ja, einfach geil. Ja, ja, und das ist auch so ein Ding, glaube ich, wenn man mal auf der Bank sitzt eine Weile und dann kommt man rein. Ich glaube, man, egal wer das von der Truppe ist, die Fans freuen sich, die Mannschaft freut sich, glaube ich, auch jeder für den anderen. Ich habe da echt ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Also, weiß nicht, momentan geht es bei mir so Kickers-Feeling-mäßig wieder ganz klar, ganz steil nach oben. Ja. Also es ist so ein bisschen schade, dass wir jetzt Pause haben in dem Kontext, aber ich glaube, mit dem Spirit in die Rückrunde habe ich Bock drauf. Also ich glaube, da können wir viel erreichen. Achso, wir wollten noch... Ja, wir können die Jungs erstmal die Pause, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die sind auch müde gelaufen mittlerweile. Das wollte ich auch sagen. Die letzten Wochen waren auf jeden Fall... Ja. Waren sehr, sehr schwer und warum, also jetzt in die Pause, du hast diese 3 Punkte nochmal geholt und das ist doch jetzt in Ordnung, da geht ihr in die Pause, ruht euch aus jetzt und dann greifen wir da nochmal an und wer da die Saison schon jetzt abschenkt, also warum denn? Also man kann ja nichts anderes als es zu probieren. Ja, ich würde mich auch freuen für den Trainer und für die Mannschaft, wenn vielleicht doch nochmal ein Wintercamp gemacht werden könnte, egal wie. Ich denke, das wird auch nochmal so einen Feinschliff nochmal geben von dem neuen Trainer. Er hätte vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, mit euch zu arbeiten. Und ich denke, das wäre nochmal eine tolle Geschichte.
Wir hoffen, dass was passiert in der Richtung. Für euch, für uns auch. Ja, nee, ich denke, da können wir dann mal die letzte Körner rauskitzeln. Ja. Ja, auf jeden Fall. Kurz vielleicht nochmal ein kompletter Themenwechsel, weil das mich interessiert oder uns interessiert. Wir wollten das mal fragen. Also erstmal, zockt ihr überhaupt FIFA so? Weil das ist ja schon relativ gängig. Also ich zocke kein FIFA. Also ich zocke schon PlayStation, aber dies habe ich mir nicht geholt. Ich bin der einzige Charakterschwache, ich merke es schon. Ja, ich wollte es mir auch nicht holen. Wie oft habe ich es dir gesagt? Keine Ahnung. Ich hatte einfach zu viel Zeit. Nee, das ist ja das Problem. Ich zocke ja fast nie. Ich habe jetzt für die Uni habe ich jetzt gezockt. Okay. Im Rahmen eines Seminars musste ich es vorstellen. Da habe ich mal wieder gezockt. Aber sonst, also völlig, völlig dumm eigentlich. Ich spiele auch nicht online und so, aber ja, dann denkt man, ja, neuer Kader und so. Und ich habe dann irgendwie gedacht, das ist doch langweilig. Ich bin mit Dortmund angefangen, ist halt jedes Jahr dasselbe. Dann gedacht, erstellst du mal deinen Verein. Also, ne, Kickers gibt's ja nicht. So, habe ich es erstellt. Ihr zwei seht relativ okay aus. Also, so, wie ihr aussieht. Also, ich hatte so vorgefertigte Spieler, ne? Das war großartig. Dann habe ich mir gedacht, scheiße, ey, da waren halt so und so viele Dunkelhäutige. Da habe ich gedacht, für Jason passt, Phil, Ronny passt, Schako und so weiter. Ne? Und dann irgendwann hatte ich keine hellhäutigen Spieler mehr. Und ich musste dann, ich glaube, Mike ist schwarz, also wirklich tiefschwarz. Derfi ist schwarz, Albrecht ist schwarz. Oh, unglaublich, es ist ein Meme. Das muss man eigentlich mal irgendwie breiter fächern und auch irgendwie mal teilen irgendwo. Das ist großartig. Hoffentlich hört Mike das. Sorry an der Stelle. Ich habe auch nicht mit Absicht gemacht. Ich habe es irgendwie einfach so gemacht. Ja, der sieht so und so aus. Und dann habe ich gesehen, Mann, scheiße, es sind keine Spieler mehr da. Jetzt so die Frage, die ich mir halt noch stelle, weil ich mir das seit 10 Jahren schon gedacht habe, ist das auch so ein Argument für euch zu sagen, ey, ich will unbedingt aufsteigen, dass ich halt in diesem blöden Spiel drin bin, weil für mich wäre das halt mega geil, mal wieder mit dem OFC richtig zu spielen, weil ihr da drin halt seid, weil ihr Drittliga spielt. Ja? Ist das ein Argument? Ist das euch irgendwie wichtig? Also ich würde es schon cool finden, ich sag dir ehrlich. Das ist schon natürlich ein Argument. Ist immer geil, wenn man sich selbst spielen kann. Und da würde ich es mal wieder kaufen dann, ja. Natürlich würde ich es auch kaufen dann. Aber nur wenn er einen Drecksack spielt. Das kann man noch einstellen, den kann man erstellen. Boah, jetzt super Überleitung. FIFA-Weltmeisterschaft. Verfolgt ihr die oder ist euch das, also wie ist es bei euch? Also ich habe die Deutschland-Spiele gesehen. Aus der Gruppenphase habe ich mir, glaube ich, sonst nebenbei nichts angeguckt. Und jetzt halt die Spiele Viertelfinale, Halbfinale, Finale, die guckt man sich halt an, weil es halt trotz, dass es halt in Katar ist, sind halt trotzdem die besten Mannschaften der Welt. Also wer da als Fußballfan auch trotz des Boykotts nicht einschaltet, weiß ich nicht. Also wann sieht man schon mal, sage ich mal jetzt, Niederlande gegen Argentinien? Alle, weiß nicht, 15 Jahre einmal. Von daher gucke ich mir so eine Spiele dann gerne an. Bei dir, Jens? Bei mir ist gleich, ich habe eigentlich soweit auch alles verfolgt. Jetzt Deutschland speziell natürlich, aber auch Kamerun, weil ich da auch zur Hälfte herkomme. Und jetzt auch, wie gesagt, die K.O.-Spiele, es waren geile Spiele. Auch jetzt, wenn es, wie gesagt, wie David sagt, in Katar war oder so, aber als Fußballfan guckt man das ja an, weil man die geilen Spiele sehen will und deswegen folge ich das auch, ja. Ja, da ist man halt so sehr Fußballer, ne, also. Vielleicht auch ganz interessant noch dazu von mir, weil ich habe tatsächlich, außer, was war das, die letzte Viertelstunde von Deutschland-Costa Rica, glaube ich, habe ich nichts gesehen. Nichts. Da hast du ja nichts verpasst bei den Deutschen. Also ich habe tatsächlich auch sonst kein Spiel, also nicht bewusst, also vielleicht mal so irgendwo gelaufen, mal hingeguckt halt, ja. Aber ich habe es nicht eingeschaltet. Erstens muss ich sagen, die Zeiten sind ein bisschen, also für mich waren sie echt scheiße, ich konnte auch vieles nicht sehen. Und ja, auch jetzt, irgendwie ist jeden Tag irgendwas, also ich bin die ganze Zeit unterwegs oder Weihnachtsfeier hier oder irgendwas da. Aber auch wenn ich Zeit gehabt hätte, ich habe irgendwie gerade 0,0 Interesse, will aber deswegen auch den Bogen schlagen, weil ich das nicht verstehe. Jeder kann das boykottieren. Ich habe auch gesagt, ich gucke keine WM im Winter, habe ich gesagt, will ich nicht, interessiert mich nicht. Da gehe ich zum OFC, halt zu den Spielen, das ist mir viel wichtiger und ich gucke vielleicht ab und zu Biathlon oder sowas oder Skispringen, aber ich gucke halt keine WM. So, und aber dieses Ding, dass Leute sagen, ja, der boykottiert das nicht, mega schlimm, was ist mit dir, verstehe ich nicht. Also ich weiß nicht, seht ihr wahrscheinlich dann ähnlich, dass man einfach den Leuten das lassen soll, wie sie es wollen. Also auch generell, würde ich mal sagen, ist das was ganz Wichtiges.
Seht ihr das dann auch so? Also es ist das ganz wichtig, so generell gesellschaftlich eher. Ja, für mich ist die Frage, warum überhaupt Katar ausgewählt wurde schon für die WM. Ne? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, warum guckst du das? So, also ich gucke es als Fußballfan. Die WM ist alle 4 Jahre einmal und hat jetzt nichts damit zu tun. Ich will einfach nur den Fußball sehen. Ne? Das. Ja, mir geht halt der ganze Kram rumherum, so wie sie auf den Sack auf Deutsch gesagt. Also wenn es um eine Binde geht oder um was weiß ich, das hat mit Fußball nichts zu tun. Da ist auch ganz viel Politik dabei. Lass das weg. Das hat aber nichts mit, also im Fußball zu tun, ne? Null. Gar nichts. Das meine ich doch. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Lass die Leute Fußball schauen und fertig. Wer es gucken will, soll es gucken. Alle anderen gucken es halt nicht. Aber so die Nägel, Nebenkriegsschauplätze mit den Wänden und Gedöns, also was soll das? Weg. Hau mir nicht. Ja, vor allem, ich glaube, keine Sportart, nein. 9 Spieler, glaube ich, von den Jungs wollten das gar nicht machen, diese Geste zum Beispiel, weil sie halt gesagt haben, ich will Fußball spielen. Ja, eben, das habe ich halt nicht verstanden. Vor allem, wie gesagt, ich glaube, die Deutschen sind dahin, die wollten einfach nur Fußball spielen und dann wirst du mit sowas konfrontiert, aber im Endeffekt willst du, wenn du es nicht machen willst, dann warum bist du dann dafür angezählt oder so? Weil du kannst ja auch nichts dafür, dass jetzt das Land ausgewählt wurde, du fährst einfach nur zur WM und willst Fußball spielen. Eben, also ich meine, du fährst da als Spieler hin, dann sollst du irgendwas mit einer Binde machen und so. Und anstatt dass du, und die Leute kritisieren dich die ganze Zeit daheim, irgendwie kommt keine Unterstützung von Deutschland aus. Und dann sollst du aber möglichst, du sollst auf der einen Seite, sollst du möglichst Haltung zeigen, aber auf der anderen Seite sollst du auch super Fußball spielen. Also, ja, war von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt, glaube ich. Nee, dazu nochmal vielleicht so Thema Druck und so. Ihr steht ja jetzt auch schon in der Öffentlichkeit, jetzt zum Beispiel hier mehr oder weniger, auch wenn wir jetzt, keine Ahnung, nur 200 YouTube-Abonnenten haben oder so, aber es ist ja schon Öffentlichkeit und der OFC, ja, ist durchaus gefragt, hin und wieder zumindest, außer beim HR. das musste ich jetzt, Bildzeitung auch, das musste ich jetzt leider sagen, tut mir leid. Wie ist es, wie geht ihr damit um? Also es ist ja schon ein gewisser Druck und vor allem auch, was wir gesagt haben, man schaut ja so ein bisschen auch auf zu den Spielern. Also wir sind jetzt quasi gleich alt, wir vier, und wir haben so gedacht, boah, geil, dass die zwei Jungs kommen, mega, so, man guckt schon mega zu euch auf. Und wenn ihr jetzt da sitzt, denkt man sich irgendwo ja doch, ganz normale Menschen, mega entspannte Leute und halt, ne, ihr kickt halt gut und wir nett. So, das ist der Hauptunterschied, ja. Also, wie geht ihr damit um, dass auch viele Jüngere gerade dann so extrem zu euch aufschauen auch? Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn jetzt jemand sagt, dass ich sein Vorbild bin oder dass er mich gut findet, so als Fußballer oder als Person. Also, ich versuche auch, so weit wie es geht, immer so nach außen hin, so einfach gut rüberzukommen, sage ich mal. Aber sonst versuche ich, ganz normal zu sein. Ja, ich bin jetzt auch nicht, also wie jeder andere, ich mache auch gerne Scheiße oder so. Spiel viel Playstation. Das ist nur, weil ich jetzt ein bisschen besser kicken kann, sag ich mal. Sehen so Leute zu dir hoch, aber es ändert, glaube ich, trotzdem nichts an meiner Persönlichkeit oder so. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin da auch ganz offen zu jedem. Ich sehe mich nicht als irgendwie was Besseres oder dass ich höher stehe in der Gesellschaft, sondern ich bin ganz normal, wie ihr auch, wie jeder andere, ganz normaler Mensch. Machen wir da jetzt nicht so viele Gedanken drüber. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, mal einzuordnen, weil ich glaube, wenn du das verstehst, dann bist du auch anders im Umgang dann mit euch, wenn mal jemand kritisiert oder so. Also kritisieren kann man ja, solange es konstruktiv ist. Aber ich glaube, das fehlt halt vielen. Und ich glaube, wenn die verstehen würden, die gucken auch extrem nach euch irgendwie, auch junge Spieler, junge Fans, gucken zu euch auf, ja, denken, boah, geil. Und feiern euch extrem, aber auch Ältere natürlich, klar. Also Fans, die seit Jahrzehnten hingehen. Michael, sorry, tut mir leid. Ich hätte jetzt auch auf mich zeigen können, aber so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ja, du bist einfach schon länger, deutlich länger dabei als ich. Mein Stadion, mein Gebet. Ja, und man guckt so an euch rauf und dann, aber wenn es halt nicht läuft, ist halt auch ganz schnell wieder vorbei damit. Und da ist die Kehrseite der Medaille, glaube ich, ganz schnell erreicht. Ich glaube, wenn die Leute das so ein bisschen eindämmen würden auf beiden Seiten, vielleicht habt ihr dann auch weniger Druck, weil ihr sagt ja, ihr braucht es nicht zwingend, das ist eine Ehre und so, aber es braucht ihr nicht. Oder wenigstens die eine Seite so ein bisschen dann, wenn ihr merkt, ja, okay, das sind normale Leute, also ihr im Sinne von ihr, die ihr uns zuhört,
ne, ganz entspannt, die sind auch nur Menschen, die versuchen halt was für uns zu leisten, schaffen sie halt nicht immer so. Das ist, glaube ich, wichtig, dass das mal verstanden wird, oder? Aber das ist halt die Schattenseite, die gibt es immer. Ich glaube, der jetzt, wenn ein Fan oder irgendeine Person was Schlimmes schreibt oder was sagt, dann meint ihr das nur gegen den Fußballer, sag ich mal, jetzt nicht als Mensch. Aber ich glaube, jeder, der nach Offenbach kommt oder der wechselt, der muss sich mit dem Gedanken leben, dass es so kommt. Also Druck ist immer verbunden mit dem Verein. Deswegen, damit muss man einfach umgehen können. Also ich finde es auch gut, dass Offenbach ein bisschen asozial ist. Also das ist doch genau das Geile daran. Also macht ja auch Spaß. Ja. Man bekommt es ja von draußen mit jetzt auch. Die Pyros in Hoffenheim natürlich davon bekommen auch Gänsehaut. Das ist einfach geil. Natürlich, die Schattenseite gibt es immer, aber damit muss man dann leben. Ich als älterer Fan freue mich auch, dass viele, viele Kinder oder Jugendliche wirklich jetzt mit euren Namen auf dem Trikot rumlaufen. Also ich habe es irgendwann mal abgelegt. Es waren so viele, die ich gesehen habe. Deswegen, aber es sind viele da, die da steht Jason, da steht alles drauf. Also wirklich, also es freut mich immer wieder, wenn die Kerlchen dann ins Stadion hochmarschieren und ist mir noch 10-mal lieber wie ein Nehmer oder sowas. Sag ich dir ganz ehrlich, weil da weiß ich, die Jungs, die mögen euch, fertig. Ja, und die geben auch die Kohle dafür aus. Ist auch schön zu sehen, dass jemand ein Trikot von dir anhat. Also ja. Das pusht einen auch. Ja. Denke ich auch. Achso, das ist eine interessante Frage, auch ein bisschen in Eigennutz. Wie ist denn das mit dem Trikot abgeben? Wie viel dürft ihr pro Saison abgeben? Warum ist es so limitiert? Und warum ist es so schwierig, selbst wenn du Trikots sammelst, das zu bekommen? Weil ich habe jetzt inzwischen genug daheim und so, aber so von dir, David, bräuchte ich noch eins. Von dir habe ich schon eins, aber von dir, David, bräuchte ich noch eins. Ich will es jetzt einfach mal so generell fragen. Ganz clever, gell? Aber... Nein, also gar kein Druck. Ne? Ich will es einfach mal wissen. Dass du so reagierst, war mir klar. Ich will es einfach nur mal wissen. Bei mir ist es relativ schwer, weil ich weiß nicht, wer die Trikots bestellt, aber ich kriege immer von Alex die Instruktion, du gibst dein Trikot nicht weg, weil es gerade vom Gelben, was ich immer anhabe, nur ein XL gibt. Heißt, wenn ich jetzt zu Alex gehe und sage, das ist weg, dann muss der erst wieder zum Matthias Georg, dann muss der die erst wieder bestellen, dann müssen wir warten, bis Nike die Bestellung rübergeschickt hat. Also das ist nicht so einfach, dann wieder an neue Trikots zu kommen. Deswegen, und ich ja meistens ein Gelb spiele, kann ich das Gelbe nicht weggeben. Und wir haben, glaube ich, zwei Freitrikots pro Saison frei. Aber wie gesagt, bei mir ist halt immer relativ schwer, weil halt keine XL-Trikots dann mehr gibt. Weil Maxi und der Micha, die tragen L. Bei denen ist es nicht so das Problem, aber bei den XL-Trikots, gerade bei den Torwart-Trikots, gibt es halt nicht im Lager wie bei den Spielern, wo du 50 mal L hast, 50 mal XL, 50 mal M, sondern dann gibt es halt nur 2 XL. Was, stell mal vor, ich gib's dir, die kriegen zum nächsten Spiel eins hin und dann Nasenbluten und wir müssen das Trikot wechseln. Oh, wir haben für den Riechstall kein Trikot mehr. Das ist dann halt auch... Nee, klar. Das wollte ich aber einfach mal wissen. Weil nein, kein Problem. Aber und was ich auch, glaube ich, doof finden würde, wenn ich gebe ja im Stadion eigentlich nie das Trikot weg, weil wenn ich es jemandem gebe... Und dann sehen das 8 andere und die 8 anderen kommen dann nächstes Mal sagen, die wollen das Trikot. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, nein. Dann sagt der, aber du hast doch dem das Trikot gegeben. Wieso kriege ich jetzt kein Trikot? Ich will da jetzt auch nicht so eine... Das finde ich dann auch immer ein bisschen schade, dass dann die das persönlich dann nehmen, wenn ich dann sage nein. Und deswegen probiere ich eigentlich bei allen zu sagen, eher nicht, dass nicht einer sich dann benachteiligt fühlt. Ich finde es halt gut, wenn man nach einem Heimspiel vielleicht 2 Spieler raussucht, die das dann auch mit Autogramm versehen und das dann irgendwo verlost im Fanshop oder egal wo. Zum Beispiel auch, wie heißt die Jungs nochmal von uns? Ja, Fanshop auf jeden Fall, weil die Idee, weil da kommen die meisten jetzt auch hin oder im Fanmuseum. Ja, dass man das für einen guten Zweck nochmal macht. Das habe ich gemacht. Ich habe schon zwei, ich glaube, das Pokalfinaltrikot, ich habe schon 2 Trikots beim Fanmuseum abgegeben, weil da weiß ich auch, da. Es ist in guten Händen, sage ich mal, da wird es nicht. Ja, und dann wäre das reingesetzt bei denen in die Auktion und dann finde ich das 10-mal geiler, ganz ehrlich. Dann bekommt es auch, glaube ich, der Richtige irgendwann mal. Oder muss ja auch nicht versteigert sein, wie du jetzt sagst, Fanmuseum, da sehen es wenigstens die Leute, ne? Das hat eine Geschichte dann und das finde ich. Ich wollte so Aktionen damals schon machen mit dem Fanshop, mit den beiden Jungs unten. Ja. Die fanden das auch mega geil, wollten auch eigentlich mit Alex drüber mal sprechen. Weil das, ich finde so okay. Ja, also macht einen lose Pott, was weiß ich, ist egal, wer es dann kriegt. Ja? Ja, nee, total interessant auch einfach. Weil, wie du schon sagst, dann kommen die Leute und sagen, ja,
wieso kriege ich keins oder warum gebt ihr die nicht ab? Ja, ja, natürlich nicht. Und du hast ja auch erzählt, du hast ja mit Seppel mal gesprochen, dass die selbst Bayern ein Kontingent von, keine Ahnung, wenigen haben, die sie abgeben dürfen. Also, ja, ist natürlich umso geiler, wenn man eins kriegt mal, aber... In Darmstadt zum Beispiel, da ist es komplett verboten. Okay. Ah, krass. Du brauchst gar nicht mehr die Schilder hochzuhalten. Ja, Jason, gib mir ein Trikot, ich kriegst zwei Autos von mir. Nein, wir machen das einfach nicht mehr. Also, und dann mit ist Ruhe. Also ich bin Kundenträger, ich weiß, dass ihr das alles erlösen, die Geschichte. Finde ich gut, nämlich ähnlich, was ich gerade gesagt habe. Und dann geht es um die Leute. Ja, also krieg nichts, du kriegst nur Ärger. Das ist einfach so. Kannst keinem recht machen. Das sowieso nicht. Ja, sonst ja auch nicht. Hast du noch Fanmuseum? Weil wir es gerade schon hatten, das war jetzt ja eigentlich schon beantwortet. Oder vielleicht stellen wir es nochmal. Wart ihr beide schon mal im Fanmuseum oder noch nicht? Wir waren schon im Fanmuseum auch öfter. Ich glaube schon 2-3 Mal waren wir da. Und ja, wie gesagt, ich war ja schon vor meiner Zeit schon im Fanmuseum. Ist einfach geil. Wie gesagt, wenn man alles sieht, der DFB-Pokal. Generell die ganze Geschichte, also schon sehr interessant. Ja, also ich glaube, ich fände es auch gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie vor der Saison irgendwie die ganze Mannschaft da mal mitnimmt, weil das halt schon... Das haben wir gemacht. Wir waren vor dem Pokalfinale da gewesen, genau, am Anfang der Saison waren wir da gewesen. Ja. Okay, dann überragend, ja, so soll das sein, weil dann seht ihr mal, wie viel Arbeit die da reinstecken und so und was Kickers Offenbach unter anderem auch ausmacht. Deswegen finde ich das mega geil, wenn ihr das jetzt so erzählt. Ja, überhaupt auch für jeden neuen Spieler, der da kommt. Ja? Ja. Jason, wenn der neue kommt, schnappst du einen, komm, lass uns mal zum Freckel gehen. Hm. Ja, nee, das ist einfach so. Und der wird baff sein, auf jeden Fall, was wir so gesammelt haben, die Jungs. All die Jahre. Das ist offenbare Geschichte. Ja. Das ist gegen Sonnenbach. Jo, also ich würde jetzt langsam Richtung Ende gehen, weil wir jetzt 1:10 gleich haben. Wir wollten auf jeden Fall nochmal so ein bisschen fragen in die Richtung, was war jetzt, also wir sind jetzt ja am Jahresende, ne, es ist Weihnachten vor der Tür und so. Was war jetzt in diesem Jahr euer persönlicher Highlight-Moment oder vielleicht auch 2-3? Fußball natürlich und vielleicht dann auch noch hinterher, was war so generell euer Highlight in eurer Karriere? Kann sich auch decken. Also mein Highlight war dieses Jahr auf jeden Fall das Spiel gegen Ulm. Freitagabend hat gepasst. Ich glaube, waren 7.500 sogar im Stadion. Ja, aber das Feeling, wenn du aus dem Tunnel rausläufst, siehst schon die Wand. Das war so, glaube ich, das Highlight, hat an diesem Abend einfach alles gepasst. Sonst persönlich war mein Highlight generell in meiner Karriere war damals mit Saarbrücken das Halbfinale im DFB-Pokal. Da habe ich gegen Leverkusen nur gespielt, eine halbe Stunde. Das war jetzt so das größte Highlight in meiner Karriere, ja. Ja, bei mir war, also es mehrere erste Mal, das erste Spiel, was ich machen durfte für den UFC, ich glaube Anfang März. Das Pokalfinale war überragend gewesen. Dann auch das DFB-Pokalspiel mit, glaube ich, 20.000 Leuten, das war auch geil gewesen. Ja, die Saison ist ja noch ein bisschen trist, aber dann auch lieber das, würde ich auch sagen, das Spiel gegen Ulm, wo ich das erste Mal dachte, da, ich glaube, war erste Halbzeit irgendwann, und zwar ein Foul und der Schiri hat nicht gelb gezeigt oder so und wo dann 5.000 Leute gepfiffen haben, wo ich erstmal wirklich dachte, wow, ist das laut hier? Das ist dann schon, wo du dann sagst, wow, geil. Ja, und auch, was heißt, sportlich gesehen, ja, wie gesagt, einmal mit Fürstenwalde den Brandenburg-Pokal und einmal mit jetzt gegen Steinbach den Hessen-Pokal. Wo ich sagen muss, das erste DFB-Pokalspiel war noch in der Corona-Zeit. Ohne Zuschauer, da haben wir in Wolfsburg im Amateurstadion gespielt, das war ein bisschen scheiße gewesen. Haben wir auch 4-1 verloren, aber jetzt, das war dann schon das erste Mal, wo über 10.000 Leute da gespielt hast, glaube ich, werde ich auch nie vergessen. Das war schon besonders gewesen. Ja, naja, und in Offenbach geht es aber halt auch sehr, sehr schnell, dass das mal wieder so kommt, wenn es mal ein bisschen läuft, da kommen die Leute auch wieder und dann wird es so geil und ich habe da so ein Vertrauen, dass das laufen wird. Muss auch sagen, dass es natürlich schade ist, weil ich eigentlich, ich glaube Jay auch, wir haben es eigentlich im Sommer gemerkt, dass eigentlich die Euphorie gut da war, auch bei den Menschen, dass es dann halt so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist. Natürlich schade, aber ich hatte schon das Gefühl, dass am Anfang der Saison wieder ordentlich Feuer geherrscht hat.
für die neue Saison, die wir dann natürlich die ersten Spiele ein bisschen in den Sand gesetzt haben, aber so ist halt der Fußball. Das Gute daran ist, wenn wir die Runde, egal, ich glaube, egal wie wir die jetzt, wenn wir die, wir werden die gut zu Ende spielen, auch wenn es nicht reichen sollte, von dem Fall aus, dann wird es wieder so sein im Sommer, weil die Leute merken dann, da geht was und dann ist wieder so und dann sind wir eingespielt und dann, ohne jetzt da irgendwie große Töne spucken zu wollen, weil es auch immer blöd, aber natürlich muss man ein gewisses Selbstbewusstsein haben, wenn wir Kickers Offenbach sind, also ihr wisst es ja und ihr dürft es auch haben, also auch wir als Fans, glaube ich, also da kommen dann Leute zu mir und sagen, ja, ist immer noch Kickers nass, haben die Scheiße gespielt, nee, haben sie nicht, müsste es halt mal wieder kommen, was jetzt mal vor 10 Jahren da. Ja, also übrigens ist das das Potenzial, was hier herrscht. Du kennst es ja, also hast du vielleicht auch schon jetzt gemerkt, David. Ja, dann sind Leute, die kommen halt, wenn du dritte, zweite Liga spielst, definitiv. Also da sind die dann auch wieder da. Und hast du plötzlich die, deine 10.000, 12.000 Zuschauer regelmäßig, ist hier jede Woche brennt das Ding so wie gegen Ulm. Ja, mindestens. Ja. Und das ist halt eigentlich Kickers. Deswegen bin ich damals hierher gekommen und dann irgendwann hat sich das halt so logischerweise Regionalliga ein bisschen akklimatisiert. Ne? Das ist halt schade. Deswegen sage ich auch immer wieder Appell an alle, die uns zuhören oder auch die Leute, die halt uns irgendwann mal hören. Keine Ahnung, wenn ihr uns in einem Jahr rückwirkend dieses Interview jetzt, keine Ahnung, anhört, kommt halt ins Stadion. Jede Woche. Am besten auch auswärts, weil also mir machen die Auswärtsfahrten fast mehr Spaß. Ja, wir fahren ja fast jedes Spiel inzwischen und obwohl wir auswärts dieses Jahr gar nicht mal so super waren eine ganze Zeit lang, macht trotzdem Spaß, ja. Also ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Ja. Und oder auch im Bus. Da kam übrigens das erste Mal die Idee mit dem Podcast hier im Bus gegen von Stuttgart war das, ne? Mhm. Ist halt aber auch sowas, gerade wenn man jetzt auswärts fährt, dann lernt man auch so Leute wie hier den Michael kennen oder ich sag's jetzt einfach mal den Achim Blitz, das ja. Gute, wenn du das jetzt hörst auf deiner Autofahrt, es sind so geile Leute, die man da kennenlernt und ja, ein Appell an die Leute, lasst euch das nicht entgehen und die Jungs haben es auch einfach verdient, dass viele mitfahren. Richtig. Okay, dann habt ihr jetzt noch, das habe ich nicht auf dem Konzept stehen, aber habt ihr theoretisch noch die Chance, noch irgendwas zu sagen, wenn es nur frohe Weihnachten ist, an die rot-weiße Fangemeinde oder auch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Ja, auf jeden Fall. Erstmal frohe Weihnachten an alle Kickers-Fans, die wo zuhören und einen guten Rutsch ins neue Jahr auf jeden Fall. Ja, von mir auch. Ne, jetzt hat Jesus schon weggenommen. Ja, und ich will noch sagen, nächstes Jahr hoffe ich, dass ihr alle wiederkommt. Weil dann macht es am meisten Spaß, dann macht es auch für uns Spaß, für euch bestimmt auch, wenn es dann erfolgreich wird. Von daher, ich habe mal gehört, einmal Kickers, immer Kickers. Ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort. So ist es. Geil. Dann vielen Dank an euch zwei, auch an Michael natürlich, an meinen wie immer sehr agilen Co-Moderatoren Tobi und auch für die Bilder, die wir vielleicht für uns zumindest dann haben, vielleicht auch ein bisschen mehr, mal gucken. Wir sind wieder mal raus, bedanken uns bei euch beiden nochmal ganz herzlich, dass ihr da wart, weil das ist absolut nicht selbstverständlich. Und bis zum nächsten Mal beim Dummgebabbel vom Bash. Ciao, wir sind raus. Tschüss. Ciao. Ciao.